Viele Gesundheitstrends kommen und gehen und sind medizinisch betrachtet eher zweifelhaft. Manche bewähren sich aber auch über einen längeren Zeitraum als äußerst nützlich. Einen davon möchte ich dir heute vorstellen. Ich selber praktiziere ihn seit über 5 Jahren konsequent. Damit eine Gesundheitsmaßnahme zum Trend wird, braucht man Prominente, die diese verkörpern und verbreiten. Eine von ihnen ist Ashley Graham, das Model, was Anfang des Jahres ihr Beauty-Geheimnis lüftete. Und vor 3 Tagen lese ich doch tatsächlich in einer Zeitung von dem Wunderstürmer von Manchester City, Erling Haaland, den wahrscheinlich alle von euch kennen, der nicht nur Kuhherzen und Leber verzehrt, um seine Leistung zu steigern, sondern es auch praktiziert. Die Rede ist von Mouth Taping, dem bewussten Verschließen unseres Mundes zur Förderung und Stimulation der Nasenatmung in der Nacht. Was es damit auf sich hat, wie es konkret wirkt, wie es gemacht wird und worauf du dabei achten musst, all das erkläre ich dir jetzt. Vor gut 5 Jahren sitze ich morgens bei einer guten Tasse Cappuccino mit meiner Frau im Bett. Sie schaut mich an und sagt mir auf einmal: Du schnarchst. Das war mir erstmal äußerst peinlich. Dann sagt sie: Über 17 Jahre warst du so ruhig nachts und in letzter Zeit schnarchst du zunehmend. Deine Klappe fällt herunter. Da habe ich gesagt: Was soll ich machen? Ich liege gerne auf dem Rücken, es ist die gesündeste Schlafposition, da scheint mir einfach der Mund aufzugehen. Naja, und dann ist es eben so, dass sich die Muskulatur entspannt und es dann schnell zum Schnarchen kommt. Ich wollte es schon gleich erklären. Und dann brachte sie eine interessante Analogie und sagte: Weißt du was? Viele Frauen kennen ein ganz einfaches Beauty-Geheimnis. Wenn die immer ihre Falten ziehen durch Emotionen oder Sonstiges, zum Beispiel die Glabella-Falte, wenn sie irritiert sind oder zornig, dann probieren Sie einfach Folgendes aus. Sie kleben sich einen Streifen Tesafilm direkt auf diese Stelle und merken dann immer, wenn Sie wieder anfangen zu ziehen, weil dann zieht es natürlich an den Rändern des Tesafilms und werden dadurch aufmerksam gemacht. Probiere das doch einfach mal und mach dir mal einen Streifen Tesafilm über deine Lippen, dann wirst du automatisch entweder wach oder du wirst bemerken, wenn du wieder durch den Mund atmen möchtest, und vielleicht regt es dazu an, dass du besser durch die Nase atmen kannst. Gesagt, getan, ich habe das sofort umgesetzt und war auf einmal begeistert. Habe festgestellt: Moment mal, das bringt ja nicht nur den Nutzen, dass ich nicht mehr schnarche, sondern auf einmal ein ganz neues Schlafgefühl, ein ganz anderes Gefühl, am nächsten Morgen in den Tag zu gehen, und natürlich auch lokale Vorteile, Mundtrockenheit weniger, weniger Räuspern am nächsten Morgen, weniger Schleimproblematik und so weiter und so weiter. Im Laufe der Jahre wurde daraus tatsächlich ein Trend. Nämlich mit dem Begriff Mouth Taping wird speziell seit diesem Jahr weltweit hantiert. Immer mehr Menschen praktizieren es und es geht mittlerweile in sozialen Medien viral. Deshalb möchte ich gerne dieses Thema heute aufgreifen, auch gerade aus medizinischer Perspektive, und dir einfach zeigen, was damit möglich ist, und dich dazu anregen, es einfach mal auszuprobieren und in den Genuss der vielen Vorteile zu kommen. Atmung ist Leben. Und uns stehen 2 Wege zur Verfügung, Atemluft aufzunehmen. Der Mund und die Nase. Über den Mund können wir größere Mengen an Atemluft in kürzerer Zeit aufnehmen, vor allem zur Leistungserbringung, wenn Erling Haaland beispielsweise zu einem Sprint ansetzt. Die Nasenatmung hingegen ist viel subtiler und gesundheitlich der Mundatmung deutlich überlegen. Unser Riechnerv steht direkt mit höheren Zentren im Gehirn in Verbindung. Vor allem mit den Schaltzentralen des Hypothalamus und der Hypophyse, die also unser vegetatives Nervensystem und unser Hormonsystem steuern. Wenn wir primär Mundatmung praktizieren, können wir zwar mehr Leistung erbringen, dann sind wir aber auch gleichzeitig in diesem Kampf- und Fluchtmodus des sogenannten Sympathikus. Das bedeutet, wir haben mehr Anspannung. Wenn wir Nasenatmung praktizieren, können wir den sogenannten Parasympathikus aktivieren, der uns deutlich mehr beruhigt, Spannung reguliert, regenerierend wirkt und gleichzeitig auch den Schlaf fördert. Viele weitere Wirkungen gehen von einem aktivierten Parasympathikus aus. Unsere Nasenatmung hat vor allem 7 ganz wichtige Funktionen, die ich dir hier zusammengestellt habe. Sie reinigt,
Sie filtert die Atemluft, sie erwärmt sie, sie befeuchtet sie, sie schützt uns im Sinne des Immunsystems, sie beruhigt uns über das Nervensystem und sie hat eine regenerative Wirkung. All diese 7 Funktionen und Bedeutungen kann die Mundatmung niemals ersetzen. Wenn wir uns die Nasenatmung etwas genauer anschauen, dann können wir feststellen, dass vor allem das Immunsystem enorm profitiert. Denn Immunzellen in der Nase bilden Antikörper. Nicht die kalte Luft, die direkt in die Lungen kommt. Lungenkranke wissen das, zum Beispiel Asthmatiker, wie ungesund das ist. Und vor allem, wenn wir keine Schutzsysteme haben von unserem Immunsystem, dann können Viren relativ ungehindert in die Atemwege eindringen und können schneller zu Infektionen und zu Infektionskrankheiten beitragen. Es gibt einen wundersamen Stoff, der bei der Nasenatmung in den Nasennebenhöhlen gebildet wird. Chemisch abgekürzt NO, Stickstoffmonoxid. Und dieser Stoff ist wirklich ganz besonders. Er hat gefäßerweiternde Wirkung und verbessert damit die Sauerstoffversorgung in unserem System. Mit der Nasenatmung gelangt dieses Stickstoffmonoxid in unsere Lungen und wird von dort natürlich verteilt. Das heißt, wir können damit die Sauerstoffsättigung erhöhen und dem Stickstoffmonoxid werden noch viele weitere gesundheitliche Vorteile nachgesagt. Zum Beispiel, dass es wahrscheinlich auch entzündungshemmend wirkt, schmerzlindernd wirkt, dass es auch eine beruhigende Wirkung, vielleicht sogar eine angstlösende Wirkung hat. Positive Wirkung auf unser Gehirn, auf unsere Gehirnfunktionen, also Gedächtnisfunktionen, Konzentrationsvermögen, dass es uns besser energetisiert, dass es eine verdauungsaktivierende Wirkung hat und vieles mehr. Also eine wahre, wundersame Substanz, die wir nicht zu uns nehmen müssen, sondern mit jedem Atemzug in unseren Nasennebenhöhlen bilden, nicht bei der Mundatmung, sondern erneut bei der Nasenatmung. Nasenatmung verbessert nachweislich deinen Schlaf. Du schläfst dadurch ruhiger, tiefer und regenerierst viel mehr im Schlaf. Du erlebst weniger Aufwachreaktionen und du wirst natürlich weniger schnarchen, was ja sehr häufig für Aufwachen verantwortlich ist. Die Mundatmung lässt uns immer wieder gestörte Nächte erleben. Und du beglückst damit nicht nur dich selbst, sondern natürlich deine Partnerin oder deinen Partner. Ein weiterer großer Vorteil ist, dass wir Apnoe-Phasen reduzieren. Das sind Atemaussetzer in der Nacht, von denen viel mehr Menschen betroffen sind, als sie tatsächlich wissen. Das kann erhebliche gesundheitliche Folgen haben, zum Beispiel Herzrhythmusstörungen begünstigen, Müdigkeitsattacken, Konzentrationsschwierigkeiten bis hin zu Depressionen und vielem mehr. Die gesundheitlichen Vorteile, gerade im Hinblick auf den Schlaf, liegen also deutlich auf der Hand. Und wie geht es dir dann am nächsten Morgen? Ja, so ähnlich wie der jungen Dame hier. Du wirst mit viel mehr Energie aufwachen und diese Energie begleitet dich dann meistens auch über den Tag. Lokal hast du weitere Vorteile. Zum Beispiel, dass du nicht diese Mundtrockenheit morgens hast, auf die ganz häufig Schleim folgt und ein Räusperzwang. Ich weiß, wovon ich rede. Auch ich kenne dieses Phänomen oder kannte es zumindest vor allem. Und durch die Nasenatmung verringerst du das deutlich. Du wirst deine Mundflora deutlich verbessern, weil du ja eine gute Einspeichelung hast, wenn eben der Mund nicht durch die Mundatmung nachts austrocknet. Das wiederum begünstigt deine Zahngesundheit und reduziert die Gefahr von Kariesentwicklung. Und für die Beauty-Bewussten unter uns, die Damen und auch die Herren, Mundatmung macht wirklich ein hässliches Gesicht. Die Gesichtsform kann sich sogar nachhaltig verändern. Das nennt man ein sogenanntes Adenoid-Gesicht. Das kannst du mal nachgoogeln. Sieht nicht so wahnsinnig schön aus. Also Nasenatmung ist auch wirklich ein Beauty-Tipp für alle Menschen. Wie wird das Mouth-Taping praktisch durchgeführt? Was benötigst du dafür? Und worauf solltest du unbedingt achten? Es ist ganz einfach. Du benötigst ein Klebeband, mit dem du am Abend vor dem Schlafengehen deinen Mund verschließt. Ich habe mir extra für dieses Video die asiatische Profi-Version bestellt. Also hier ein schickes Klebeband, was seit einiger Zeit auf dem Markt verfügbar ist. Das sieht so aus wie eine Schmetterlingsform. Und mit diesem kannst du dann deinen Mund verkleben. Ich mache das gerade mal. Das ist sozusagen die schicke Variante. Ist aber gar nicht erforderlich. Über 5 Jahre habe ich so etwas nicht benötigt. Ich verwende ganz einfaches Tesafilm.
Diese moderne Variante mit diesen besonderen Stripes ist dann natürlich noch hypoallergen. Wer auf die Klebstoffe vielleicht etwas sensibel reagiert, kann man alles machen. Musst du aber nicht. Ein ganz normales Klebeband wie Tesafilm reicht aus. Du nimmst hierfür einfach, ich sag mal so 2 cm, maximal 3 cm. Ich habe es hier gerade mal abgerissen und klebst es. Ich empfehle immer vertikal, erkläre ich gleich, direkt über die beiden Lippen. Ganz einfach also. Du kannst es natürlich auch horizontal kleben, das hält aber schlechter. Deswegen empfehle ich immer die vertikale Variante. Und es gibt die Variante, nur mit einem Stripe zu kleben. Dann hast du immer noch rechts und links etwas Luft. Gerade für den Beginn ist das eine gute Sache, dass du nicht komplett verschließt, sondern das Gefühl hast, für den Fall, dass ich in Atemnot gerate, bekomme ich von den Seiten immer noch Luft auch durch den Mund hinein. Keine Sorge, ich werde oft gefragt, auch in der Praxis, kann man davon ersticken? Nein, kannst du nicht, denn wenn dir Atemnot kommen sollte, wirst du sofort wach. Dann löst du einfach den Stripe und kannst durch den Mund weiter atmen. Eines ist natürlich klar, wenn du eine blockierte Nasenatmung hast, weil du vielleicht eine verkrümmte Scheidewand hast, weil du Nasenmuschelprobleme hast, weil deine Nasenschleimhaut geschwollen ist, weil du irgendwelche anatomischen Engpässe hast oder eine akute Infektion, also einen Schnupfen, eine Nasennebenhöhlenentzündung oder ähnliches, dann kannst du natürlich kein Mouthtaping durchführen. Also es ist schon notwendig, dass die Nasenatmung frei ist. Im Zweifelsfall, wenn du eine chronische Erkrankung hast, frage vorher deinen HNO-Arzt. Das gleiche gilt natürlich auch für Lungenkranke. Frage deinen Pulmonologen oder deinen Internisten, ob du dieses Mouthtaping ausprobieren kannst oder ob irgendwelche Gründe dagegen sprechen. Für alle nicht chronisch Atemwegskranken empfehle ich es einfach mal auszuprobieren direkt und zu schauen, was es mit dir macht. Du kannst dann theoretisch, ich habe das zeitweilig auch gemacht, noch einen Stripe rechts und links setzen, also 3 Stripes, und damit deinen kompletten Mund verschließen. Dann wird gar keine Luft mehr durch den Mund gelangen können und du trainierst dein System, den vollen Fokus auf die Nasenatmung zu lenken. Es ist nicht unbedingt erforderlich, aber eine steigernde Möglichkeit für diejenigen, die sagen, ich will einfach mal verschiedene Dinge ausprobieren. Die Bartträger unter den Herren werden es erleben, dass direkt an den Barthaaren, wenn sie vor allem länger sind, natürlich das Tesa nicht gut hält. Du brauchst aber keine Sorge haben, du kannst trotzdem Mouthtaping praktizieren, denn wenn du gut konturierst deinen Bartschnitt und wirklich die Lippen frei lässt und nicht jetzt die Haare über die Lippen wachsen lässt, was ja schon auch sehr, sehr, sagen wir mal, rustikal wäre, dann hast du natürlich die Lippen, an denen entsprechend das Klebeband hält. Funktioniert also definitiv. Bei ganz langen Bärten kann es tatsächlich schwierig werden. Da müsste man dann entscheiden, bleibt der Bart oder mache ich es, wie gesagt, etwas kürzer oder konturiere es, damit ich Mouthtaping praktizieren kann. Ansonsten musst du es eben entsprechend weglassen. Schlafe mit diesem Mundverschluss nun in Rückenlage ganz entspannt ein. Strecke dabei deinen Körper aus. Achte darauf, dass du nur ein flaches Kopfkissen verwendest und nicht den Kopf nach oben drückst. Lege deine beiden Arme neben den Körper oder, wenn du möchtest, eine Hand auf den Bauch und eine Hand auf die Brust. Komme ganz zu dir und lasse deinen Schlaf eine meditative Übung werden. Du kannst das Ganze auch mit autogenem Training verbinden. Ich mache es zum Beispiel gerne so, dass ich mir vorstelle, wie mein Körper ganz schwer wird, wie er ganz ruhig wird. Und du hast die Möglichkeit, mit einer Hand auf den Bauch schön in den Bauch hineinzuatmen. Ein und aus. Die Bauchdecke hebt sich und senkt sich. Und somit verbindest du gleich eine Atemübung mit der optimalen Körperhaltung, der dem verschlossenen Mund, der optimierten Nasenatmung, also gleich mehrere Kriterien für einen wirklich erholsamen, regenerierenden Schlaf. Damit du dann am nächsten Morgen wirklich erfrischt, energetisiert aufwachst und damit einen schönen Tag erlebst und eine ganz neue Qualität in deinem Leben und in deiner Gesundheit wirklich spüren kannst. In diesem Sinne kann ich nur sagen, atme dich gesund. Alles Gute dafür. Teile deine Erfahrungen gerne in den Kommentaren hier unter dem Video. Und wenn du das Gefühl hast, dass dieses Video für andere interessant und hilfreich sein könnte, die vielleicht Probleme mit dem Schlafen haben, die vielleicht Atemaussetzer haben, die schon mit einer Schlafmaske arbeiten müssen oder die einfach nur schnarchen und wo vielleicht die Freundin sich beschwert über den Ehemann, dann gib ihnen einfach diese Information weiter und sag ihnen einfach, sie sollen das ausprobieren, dieses Video anschauen
und es weiter verbreiten, damit dieser Trend, der wirklich ein nützlicher Trend ist, sich schnellstmöglich verbreitet und viele Menschen erreicht. Alles Gute!